Du kennst bestimmt das Problem, dass du mit einem potenziellen Kunden von dir im Gespräch bist und es sich um den Preis handelt, aber du einfach nicht das Budget von deinem Kunden rausfindest. Genau das gleiche Problem hatte ich tatsächlich selber auch, als ich angefangen habe, mit meiner eigenen Videoproduktionsfirma Kunden zu gewinnen. Und das Ganze hat oft dazu geführt, dass ich den Kunden nicht gewonnen habe, weil ich ihm entweder einen viel zu hohen Preis oder vielleicht sogar einen viel zu niedrigen Preis gepitcht habe. Das Ganze muss aber tatsächlich nicht sein, weil ich werde dir jetzt hier in diesem Video erklären, wie du wirklich mit einer genauen Strategie jedes Mal im Gespräch mit deinem potenziellen Kunden das Budget rausfindest. Im allerersten Schritt fragst du einfach mal deinen potenziellen Kunden ganz normal, so wie du es jetzt wahrscheinlich auch machst, was denn sein Budget ist. Und wenn du ganz viel Glück hast, dann wird er auch direkt mit der Sprache rausrücken und sagen, hey, mein Budget ist 3000 Euro, 4000 Euro, 5000 Euro. Dann hast du aber, wie gesagt, sehr viel Glück, weil in den meisten Fällen wird das nicht der Fall sein. Wenn dein Gegenüber jetzt kein Budgetrahmen nennen kann oder nennen möchte, was auch immer, dann machst du jetzt Folgendes. Du zeigst deinem Gegenüber jetzt einen Vergleich auf und sagst sowas wie zum Beispiel, hey, wenn du eine Foto- oder Videoproduktion kaufst, ist das vergleichbar wie wenn du irgendwie eine Immobilie kaufen möchtest. Hier kannst du tatsächlich recht viele Vergleiche nehmen. Ich würde dir sogar empfehlen, mach das Ganze immer passend auf die Nische von deinem potenziellen Kunden. Ja, das heißt, wenn es ein Immobilienmakler ist, nimm eine Immobilie. Wenn es ein Autohändler ist, mach das mit Automarken. Aber um jetzt auf den Punkt zu kommen, du sagst Folgendes und zwar, hey, wenn du eine Foto- oder Videoproduktion machen möchtest, um Problem XY zu lösen, dann ist es wie, wenn du dir eine Immobilie zulegen möchtest. Du kannst dir entweder eine kleine, ältere Wohnung kaufen oder du kannst dir ein extrem großes, modernes Penthouse oder eine Villa kaufen. Ich weiß nicht, was für ein Budget sie denn haben, aber ich möchte ihnen natürlich passend für ihr Budget die beste Wohnung anbieten, beziehungsweise in dem Sinne die beste Foto- oder Videoproduktion. Was wären sie denn bereit zu investieren, wenn sie wirklich wissen, dass sie Ergebnis X erreichen? Hier ist es auch ganz wichtig, dass du hier nochmal wirklich den Fokus auf das Ergebnis deiner Dienstleistung legst, dass du bei deinem potenziellen Kunden auch wirklich nochmal diesen Painpoint hervorrufst und unterstreichst. Und wenn du jetzt so einen Vergleich deinem Gegenüber aufzeigst, wirst du in 40% der Fällen wirklich schon eigentlich ein Budget genannt bekommen. Aber wie gesagt, jetzt haben wir noch 60% offen. Was ist mit den 60%, wenn du immer noch kein Budget bekommst? Wenn dein potenzieller Kunde jetzt wirklich eine Summe von dir hören möchte und immer noch nicht mit der Sprache rausgerückt hat, dann machst du Folgendes. Und zwar, auch wenn deine Dienstleistung jetzt vielleicht 3.000 oder 4.000 Euro kostet, deine Foto- oder Videoproduktion, pitchst du jetzt einfach mal einen Preis, der 3-4 Mal so hoch ist, wie die eigentliche Dienstleistung wirklich kostet. Das heißt, du sagst einfach, Herr Müller, um Ergebnis XY zu erzielen, müssen die meisten Kunden bei uns 7.000 bis 11.000 Euro investieren. Entweder sagt dein Kunde jetzt zu dir, hey, okay, das ist machbar, dann herzlichen Glückwunsch, hast du einen Kunden geclosed für viel mehr, als du ihn eigentlich abschließen wolltest. Oder er sagt auf der anderen Seite, um Gottes Willen, nein, sind Sie bescheuert, so viel Geld können wir da auf gar keinen Fall investieren. Dann kannst du ihn aber wiederum fragen, okay, Herr Müller, wie schaut es denn aus? Was wären Sie denn bereit zu investieren, um dieses Ergebnis zu erzielen? Und dann wirst du zu 100% ein Budget von deinem potenziellen Kunden an den Kopf geworfen bekommen und weißt jetzt, wie viel du dem Kunden pitchen kannst und ihm dementsprechend auch ein Angebot machen kannst. Und ja, das Ganze funktioniert zu 100%. Das kann ich dir selber aus der Praxis sagen. Das machen wir bei jedem einzelnen unserer Kunden so. Bei mir in der Videoproduktionsfirma. Das heißt, wenn wir im Gespräch sind, machen wir genau diese Strategie und bekommen somit immer ein Budget von unseren Kunden genannt. Und jetzt heißt es nur noch, setz das Ganze in die Praxis um und teste das mal in deinem nächsten Kundengespräch. Wenn du jetzt lernen willst, wie du wirklich dein Business als Foto- oder Videograf richtig aufbaust, konstant Aufträge erhältst, mehr Kunden gewinnst und höhere Preise abrufen kannst, dann check mal unten in der Beschreibung den Link ab. Da habe ich dir ein kostenloses Videotraining aufgenommen, wo ich die Strategie enthülle, wie ich selber mit meiner eigenen Videoproduktionsfirma sechsstellige Jahresumsätze mache. Die Strategie, die alle meine Mentoring-Teilnehmer aktiv in die Praxis umsetzen und damit 4- bis 5-stellige Monatsumsätze machen. Deswegen, wie gesagt, check mal den Link in der Beschreibung ab, zieh dir das Videotraining rein. Und ansonsten würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Tobi. Ciao.